Das ist Peter. Peter hat das reale Leben total vergessen und hat keine Freunde. Da Peter den nächsten Tag einen Test schreibt, sagt die Mutter: Du sollst noch lernen, Peter! Nein, ich will das Spiel noch zocken. Da Peter die ganze Nacht gespielt hat, kommt er übermüdet zur Schule. Da sagt die Lehrerin: Hallo, wir schreiben heute einen Test in Mathe. Och nö. Er ist ziemlich schnell fertig und gibt den Test der Lehrerin. Peter, du hast wieder nicht gelernt und eine 5 bekommen. Schade. Peter fährt ziemlich schnell nach Hause. Er ist sehr traurig und schließt sich in sein Zimmer ein. Da kommt die Mutter und fragt: Was ist denn los, mein Junge? Ich habe eine 5 geschrieben. Entschuldigung, aber ich werde mich jetzt mehr auf die Schule konzentrieren. Okay, dann spiel aber nicht immer nur im Internet. Ich darf keinen Computer mehr spielen. Ich hab's versprochen.